Grüß euch bei Alpine Momente. Heute geht es einmal speziell um das Thema Feldzuschnitt. Wir haben da einen recht starken Partner, und zwar Contourskins. Contourskins bringt eigentlich zwei Fellklebearten. Das eine ist der herkömmliche Kleber und das andere ist die Hybridversion. Wenn man die zwei Fälle jetzt zuschneidet, das zeige ich euch. Allgemein gibt es zum Dazusagen, dass Klebefälle eigentlich eher gleich zum Zuschneiden sind. Und dass man das Hybridfell auch wie das Klebefell eigentlich auch zuschneiden kann. Aber Contour hat sich da eine spezielle Lösung einfallen lassen, damit es noch leichter geht. Und die ist wirklich gut. Und ja, jetzt zeigen wir euch das einmal. Wir fangen zuerst einmal an mit dem Contour Klebefell. Ja. Und im zweiten Teil machen wir dann das Contour Hybridfell. Wie das genau abläuft, das zeige ich euch jetzt. So. Also. Contour Klebefell. Wenn man die Verpackung aufmacht, haben wir da drin einen Cutter, dann eine Anleitung, wie man es zuschneidet, dann die Felle und dann haben wir noch einen Sackerl dabei. Das ist jetzt einmal alles das, was da drin ist. Der erste Schritt ist, wir nehmen uns den Ski, nehmen uns das Klebefell befestigen mit dem Clip vorne das Fell, schön da ein bisschen an und schauen, dass das Ski gerade sitzt und dann kleben wir das Fell. Schauen wir mal, mittig auf. Dann müsst ihr halt schauen, dass ihr einfach, ich sage es so her, dass ihr einfach mittig ansagt, ja, dass links und rechts gleich viel Überstand habt. Ja, dass das schön gleich anfängt und gleich viel Überstand da ist. Und das macht man, bis wir unten sind. Ich sage es jetzt ein bisschen verdraht her. Also das ist zu sehen. Schauen wir, dass wir in der Mitte sind. So. Schaut gut aus. So sieht das ausschauen. Das heißt, gleich viel Überstand links und rechts. Da fahren passt es auch. Und das war eigentlich dann schon mal das fertig aufgeklebte Fell. Ich stelle den Ski jetzt einmal auf Zeiten, weil ich schon was hergekriegt habe. Ich habe es da eben schon einmal hergekriegt. Genau das gleiche, wie ich es euch jetzt gesagt habe. Und jetzt zeigen wir euch den Fellzuschnitt. Jetzt zum Fell zuschneiden. Wer hat, kann sich ja den Ski einspannen. Und sonst geht es auch im Stehen, indem man einfach der Kante entlang mit dem Cutter das Fell abschneidet. Der Cutter ist so gemacht, er hat da eine große Fläche zum Greifen, da eine kleine und dazwischen sitzt das Messer. Wir setzen so an, ja, und ziehen dann in einem Zug schön langsam durch und immer gleichmäßig. Ich hoffe, das geht jetzt gut sehen. Wir haben eine zweite Tour, wo Abfahrt. Schauen wir mal, ob es passiert. Wir setzen an, bis sie schräg halten und dann einfach den Ohren schön durchziehen. Da braucht es nicht viel drauf, das geht ganz easy. So, das war jetzt die erste Seite. Das schaut gut aus. Der nächste Schritt, was wir jetzt machen, ist, wir versetzen das Fell um 4 mm. Das heißt, wir nehmen das Fell jetzt einmal runter, ja, und versetzen es von der Kante ein, nochmal um 4 mm. Das machen wir gerne. Okay.
So, jetzt versitzen wir es. 4 mm. Schauen, dass da. Das sind in 4 mm sind in etwa 2 Kantenstärken. Dann seid ihr da ziemlich genau dabei. Dann kann ich da nichts mehr rein. So, die 4 mm. Die 6er ist jetzt versetzt um 4 mm. Und da beginnen wir wieder zu schneiden. Wir setzen wieder an und wieder der gleiche Spaß im Ohrenzug. Den Schieber, oder? Nehmen wir das Hölder und kleben sie so auf, dass es passt, sprich mittig. Und dann müssen die Schieber Haarschaft. Schauen wir. Jetzt ist es so, wenn ihr das mittig aufgeklebt habt, das Fell, dann sollen die Kanten frei sein. Das heißt, da ist die Kanten, da ist die Kanten und der Rest passt perfekt. So einfach ist Klebefell zuschneiden, mehr ist es nicht. Die meisten fürchten sich aber davor, ja, da könnt ihr was hinmachen. Nein, macht es, es ist wirklich nicht schwer. Kleiner Tipp am Rande. Bei mir jetzt, oder bei uns jetzt ein bisschen schwierig mit dem Aufnehmer von der Kamera, vom Blickwinkel. Wir verlinken es euch im Video. Contourskins bzw. Koch Alpin hat da extrem gute und ganz leicht verständliche Videos, wie man die Felle aufklebt. Und ja, beziehungsweise wie man es aufschneidet. Und ja, das war es eigentlich schon. Recht viel mehr gibt es dazu nicht zum sagen. Das war Zuschnitt Klebefell. Im nächsten Teil kommt dann Zuschnitt Hybridfell. Hat ein bisschen einen anderen Cutter. Fängt man ein bisschen anders an. Geht aber irrsinnig leicht und irrsinnig gut von der Hand. Schauen wir weiter zum nächsten Part. So, und jetzt geht es weiter mit den Contour Hybridfälle. Vorweg, Hybrid ist eine Klebetechnik. Ja? Also ist ein Kleber. Nur ein anderer, als wenn man es vom herkömmlichen Fell her kennt. Die Felle sind super leicht zum Auseinanderkriegen, super leicht vom Ski zum Abziehen. Was sie schon brauchen ist ein bisschen Pflege, das heißt da gibt es einen Reiniger etc. pp. Wo man dann die Klebeflächen der Felle immer wieder mal reinigen soll. Ja. Wenn wir jetzt das Hybridpackerl aufmachen, im Hybridpackerl drin ist zum einen mal der Cutter für das Hybridfell, der ist ein bisschen anders. Dann haben wir das Hybridfell. So, das liegt jetzt einmal gerade auf der Seite. Dann haben wir Reinigungstücher fürs Hybridfell. Dann
eine Bedienungsanleitung, wie man schneidet, wie man es reinigt. Und wieder ein Sackerl vom Kontur zur Fellaufbewahrung. Ganz cool. Kann man also nochmal aufschreiben. Und jetzt wollen wir schauen, da ist nichts drin, nichts mehr. Der Unterschied ist, ihr könnt die Hybridfelle ja, zusammenkleben, weil sie es auch wieder auseinandergehört und verstauen. Beim Klebefell ist eine Trennfolie dabei. Ja, die Trennfolie bitte immer dazwischen da, weil sonst kriegt ihr die Felle nicht mehr auseinander. Zum Hybridfell-Zuschnitt. Der Zuschnitt vom Hybridfell erfolgt eigentlich fast ident. Wir nehmen uns das Hybridfell und wenn wir da auf der Rückseite schauen, wo die Klebefläche ist, ist das Hybridfell bedeckt von so einem Plastikschutz, ja, von so einer Plastikfolie. Die Plastikfolie ist in drei Segmente unterteilt. Die Außenseite und die Mitte. Wichtig dabei ist, wir gehen jetzt her und ziehen das mittlere Segment, wirklich nur das mittlere Segment, ziehen wir ab. Auch da jetzt zu dem Thema werden wir euch den Link vom Kontur einfügen ins Video, das ist 6. Würde ich das machen. Machen Sie im Prinzip auch nicht anders. So, und dann nehmen wir das Hybridfell, ja, und kleben es genauso in die Mitte ein, wie wir das andere auch geklebt haben. Dann lassen wir da schön mittig an sein. Jetzt können wir den nochmal auf Seiten, den habe ich schon hergekriegt. Klebt mittig drauf. Schauen wir. Ja, das ist die Mitte. Und gut. So war das jetzt einmal aufgeklebt. Zum Kontrollieren bitte einfach immer schauen, dass ihr da gleich viel Überstand auf beide Seiten habt. So, jetzt geht es an den Fellzuschnitt. Wir haben unseren Ski wieder eingespannt, wie gesagt, beim vorigen schon. Das geht natürlich auch im Stehen, wenn ihr jetzt nichts zum Einspannen habt. Wir nehmen unseren Zuschneidcutter da. Das Fell ist jetzt so aufgeklebt, dass es nur in der Mitte klebt. Ja? Da die Seiten kleben nicht, da ist nur die Folie drauf. Wir gehen dann her mit unserem Cutter, setzen den an und mit gleichmäßigem Druck schneiden wir um. Ihr seht, das geht ganz einfach. Zack. Das war die erste Länge. Bei dem Cutter ist es so, wenn ihr da entlang schneidet, ist automatisch die Kante schon freigestellt. Ihr müsst dazu nicht das Fell umkleben. Wir machen dann auf. Nehmen wir uns die nächste Seite. So. So. Setzen den Cutter wieder an. Ja. Und schneiden dann wieder in einem Zug. Schön. Sauber. Ihr seht, es geht kraftlos, problemlos. Wir machen wieder auf und jetzt können wir uns den restlichen Klebestreifen ausverziehen. Der anderen Seite nach.
Und das war es dann auch schon im puncto Hybridfell. Wenn wir da jetzt schauen, unsere Kanten sind tadellos frei. Das ist ganz einfach zu machen und braucht sich keiner fürchten davor. Wie gesagt, wir fügen euch die Links ein und dann könnt ihr selber auf der Kantorseite nochmal nachschauen, wie es auf der Kantorseite ist. Also da jetzt, das orange Fell bei mir ist ein Klebefell, das ist ein Pure, also ein reines Mohairfell. Da, das blaue ist ein Mixfell, das ist bei mir in dem Fall jetzt ein Hybridfell. Ja, in dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen beruhigen können und euch zeigen können, wie das funktioniert. Traut euch drüber, so schwierig ist es nicht. In dem Sinn, viel Spaß, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen auf, graue Glocken anklicken, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und somit wünsche ich euch noch einen guten Start im Winter.